Mittlerweile habt ihr sicher alle jetzt das offizielle Gameplay zur Halo 5 Beta gesehen. Und um es recht kurz zu machen, werde ich euch jetzt einfach mal erzählen, was da so abgeht, was sich gegenüber Halo 4 verändert hat und warum ihr euch vielleicht noch nicht so drüber aufregen solltet, selbst wenn es nicht mehr nach Halo aussieht. Ein Feature ganz besonders hat von vielen Fans die Aufmerksamkeit bekommen, und zwar nennt sich das Smart Scope oder naja, ist im Endeffekt auch nur eine andere Bezeichnung für Kimme und Korn, nämlich dieses Anvisieren, wie wir es mittlerweile von jedem modernen Shooter kennen. Das ist allerdings nicht so schlimm. Dieses Smart Scope ist mit dem HUD verbunden und es gilt nicht für jede Waffe. Mit dem Sturmgewehr zum Beispiel, das theoretisch kein Visier hat, werdet ihr dann auch nicht so anvisieren können, sondern es gibt einfach eine etwas höhere Zoomstufe und die Waffe wird nur minimal präziser. Es ist nicht zwingend notwendig, dieses Smart Scope zu nutzen. Die Entwickler und die Profis, die schon Hand an das Spiel legen durften, sagen allesamt, dass es wirklich nur für sehr weite Reichweiten nützlich ist, und ansonsten wird Halo ganz klassisch wie damals größtenteils aus der Hüfte gespielt. Außerdem ist der D-Scope wieder zurück. Das bedeutet, wenn ihr in diesem Smart Scope getroffen wird, werdet ihr sofort rausgeballert und feuert wieder aus der Hüfte. Spätestens am Release der Beta werdet ihr sicher sehen, dass es dann doch nicht so schlimm ist, wie jetzt manche eben vermuten oder sich gedacht haben. Was aber durchaus für einen großen Unterschied sorgt, sind eben diese angekündigten Spartan Abilities. Wie vermutet, kann jeder Spartan unbegrenzt sprinten. Allerdings haben sie es gegenüber Halo 4 meiner Ansicht nach deutlich verbessert, denn während man sprintet, laden sich die Schilde nicht auf. Es gibt dann so einen Cooldown-Timer. Der wird im HUD über der Schildanzeige angezeigt, und solange dieser Balken eben noch etwas voll ist, beginnen eure Schilde sich nicht aufzuladen. Und dieser Cooldown-Timer wird jedes Mal ausgelöst, wenn ihr anfangt zu sprinten, also selbst wenn ihr nur jetzt einen Meter losrennt. Man muss also immer abwägen, lohnt es sich jetzt aus der Situation wegzurennen oder habe ich vielleicht noch genügend Zeit, mich zu verstecken, bis meine Schilde wieder aufgeladen sind. Jetzt also wieder zu den Spartan Abilities. Wenn ihr das maximale Tempo beim Sprinten erreicht habt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder RB drücken, also Nahkampf, und dann einen Boost Dash machen. Das heißt, ihr könnt Gegner dadurch verletzen. Wenn ihr sie frontal trifft, zieht's denen das Schild ab. Wenn ihr sie vom Rücken aus trefft, dann sind sie sofort tot. Oder ihr drückt eben den rechten Stick für so einen Boost Slide. Also mit dem rechten Stick geht ihr normal in die Hocke, das ist die Standardsteuerung. Und wenn ihr das während dem Sprinten macht, dann könnt ihr eben zum Beispiel in Deckung schlittern. Der Render-Trailer hat uns damals auch schon verraten, dass es jetzt eben diese Thruster-Packs geben wird, die auch schon beim Sprinten zum Einsatz kommen. Ihr könnt nämlich auf dem B-Knopf so einen Dash zur Seite oder eben in alle möglichen Richtungen machen. Dann haltet ihr den Stick in eine Richtung gedrückt und drückt eben B. Und dieser Dash hat einen 4 Sekunden Cooldown. Das heißt, ihr könnt dann nicht konstant durch die Gegend fliegen, aber euch zum Beispiel schnell um eine Ecke bewegen oder einer Granate ausweichen. Ihr merkt also, dass die Spartans jetzt deutlich mobiler sind, so wie es in meinen Augen schon immer hätte sein sollen eigentlich. Und passend dazu kann man jetzt klettern, eben über Vorsprünge oder sowas. Bedeutet, wenn ihr an eine Kante kommt, die eigentlich zu hoch für euch ist, könnt ihr nochmal den A-Knopf drücken und euer Spartan drückt sich die Kante noch hoch. So könnt ihr besser irgendwelche Vorsprünge oder Sniper-Positionen erreichen. Besonders interessant finde ich jetzt aber die Möglichkeiten, die ihr in der Luft habt, wenn ihr jetzt eine Kante runterfallt oder irgendwie gesprungen seid. Einerseits natürlich könnt ihr euer Thruster Pack aktivieren und in irgendeine Richtung dashen, oder ihr zieht den linken Trigger, also für das Smart Scope, und dann stabilisiert euch das Thruster Pack. Das bedeutet, ihr schwebt auf der Stelle und könnt dann noch zielen und Gegner zum Beispiel über Kanten treffen. Oder wenn ihr den rechten Stick, also den Stick fürs Ducken, gedrückt haltet, dann wird euch ein Zielvisier angezeigt und damit könnt ihr den Ground Stomp aktivieren. Ihr könnt den also tatsächlich auf Gegner richten. Ihr habt dann wie so ein Fadenkreuz, aber der ist nur tödlich, wenn der Gegner direkt getroffen wird. Das heißt, es ist keine total overpowerte Fähigkeit. Leute, die besonders taktische Modi mögen, werden sich vielleicht ganz gut mit Breakout anfreunden können. Das ist ein komplett neuer Modus und der ist ein bisschen von Paintball-Matches inspiriert. Mich persönlich erinnert es so ein Ticken an Counter-Strike fast. Es gibt zwei Teams, jeder Spieler hat nur ein Leben, also es gibt keine Respawns, und im Endeffekt ist es eine kleinere Version von Team Deathmatch. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das so dieses versprochene Arena-Gameplay ist, das sie uns mehrfach angekündigt haben.
Zum Schluss nochmal schnell ein Wort zu den Waffen. Und zwar handelt es sich ja hier um Beta-Szenen. Das bedeutet, all die Waffen, die wir jetzt gesehen haben, sollten dann auch in der Beta-Version drin sein. Einerseits haben wir erstmal das Sturmgewehr, die SMG, die Magnum, das Kampfgewehr, die DMR, das Scharfschützengewehr, offensichtlich eine neue Railgun oder so ein Granatwerfer und das angesprochene Partikelschwert. Wie ich es euch im letzten Video gesagt habe, kann ich mich mit dem Design nicht so ganz anfreunden, aber es sieht so aus, als wäre das eine extra Variante, die es eben speziell nur auf dieser Multiplayer-Karte gibt. Das Schwert nennt sich nämlich Prophet's Bane, also das hat einen extra Titel, Fluch des Propheten sozusagen. Und interessant daran ist, wenn man Prophet's Bane hält, hat man ein höheres Bewegungstempo, ist also nochmal deutlich tödlicher als mit einem normalen Partikelschwert. Abschließend jetzt vielleicht nochmal ein paar Sätze für die Leute, die skeptisch gegenüber den Szenen sind. Ich kann euch jetzt hier wohl offiziell sagen, dass Halo nie wieder so Halo sein wird, wie wir es eben kennengelernt haben. 343 versucht eben ständig was zu verändern und man fragt sich vielleicht, warum ändern sie was? Wir wollen doch alle im Endeffekt nur Halo 2. Sowas habe ich oft gehört, eben nur wieder mit einem neuen Anstrich, also fast so wie jetzt in der Master Chief Collection. Der Grund ist ganz einfach, wenn sich nichts ändert. Es kann sein, dass die Hardcore-Fans das mögen, allerdings Review-Magazine und allgemein Tester drängen immer wieder auf Innovation. Das bedeutet, sie wollen was Neues sehen oder der Review-Score wird generell nicht so gut, wie er hätte sein können. Und das schreckt potenzielle Käufer oder andere Fans eben ab, die jetzt endlich mal einen Blick auf Halo werfen können. Wenn euch das gezeigte Material und dann später die Beta jetzt also nicht gefällt, könnt ihr Halo generell schon mal rausstreichen. Dann müsst ihr der Serie gar nicht mehr folgen, weil ich kann euch garantieren, dass sie nicht mehr das sein wird, was sie eben damals war und wie wir sie sozusagen kennengelernt haben. Allerdings gebt der Beta mal eine Chance, die kommt extrem früh raus und es kann sich noch sehr viel verändern. Und dann sehen wir eben mal weiter. Aber schreibt mir eure Meinung in die Comments. Was haltet ihr von den Szenen und wie gefällt euch jetzt eben die neue Mobilität für die ganzen Spartans? Ich persönlich finde es gut, aber lasst uns einfach mal die Beta abwarten.